Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 3. Im letzten Part haben wir hier das Kloster entdeckt und uns ja, im Grunde etwas umgeschaut. Ist das jetzt hier der Bibliotheksmann? Ja, ich glaube schon. Den war ich doch am Suchen. Ja, okay, die sind beide entspannt. Auf jeden Fall haben wir das Kloster entdeckt, waren in der Bibliothek, haben das entsprechende Buch gelesen und Milton wieder getroffen, den alten Kollegen. Und der ist halt auf der Suche nach diesen Feuerkelchen, die wir noch organisieren müssen. Uns fehlt tatsächlich nur noch ein einziger, ist ein bisschen ärgerlich, aber auch den werden wir noch finden. Ich würde aber sagen, heute machen wir uns erstmal auf, zunächst ziehen wir die Paladin-Rüstung wieder an. Wir machen uns heute dann erstmal auf diesen weißen Schattenläufer, beziehungsweise den weißen Hetzer zu finden. Es gibt wohl auch einen weißen Schattenläufer, ich weiß nicht, wofür der dann genau ist. Und dann gehen wir doch endlich mal zu Xardas. Ist das nicht mal eine Idee? Es wird doch einfach mal wirklich Zeit, Xardas zu entdecken. Und ich würde sagen, dafür gehen wir zum Hammerclan hier hin und müssen dann hier einmal diesen Weg entlang. Hier oben, da werden wir irgendwo den weißen Läufer finden. Und wenn wir hier weiter lang gehen, werden wir hier irgendwo auch einen Zugang zu Xardas Turm finden. Müssen wir halt mal schauen. Das würde ich sagen, wäre so erstmal der nächste Plan, bevor wir uns dann aufmachen, die Mine zu befreien, die zurzeit von den Orks besetzt wird. Können wir wahrscheinlich auch jetzt direkt machen, aber eins nach dem anderen würde ich sagen, ne? So Leute, ich besuche euch dann bald mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oh, du zuckelst das wieder. Und du, gehen wir doch mal hier raus. Du, bei dir sollte ich irgendwas, soll ich dir organisieren, ne? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Irgendwas war doch mit ihm noch. Egal, kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Jetzt brauchen wir erstmal den Hammerclan. Jetzt wieder Hammertime und wir hämmern uns mal gemütlich zum Hammerclan hin. Zack. Okay. Richtig. Ja, das wissen wir ja. Da haben wir jetzt ja auch darüber diskutiert, dass das so nicht weitergehen kann. Ne? Ich tue ja auch alles, damit das so nicht weitergehen kann. Aber auch das ist offensichtlich nicht richtig. So ist das nun mal. Wie du machst, machst du es auch falsch, ne? Ganz normal. Oh, Leute, Entspannung. So, wir tapsen erstmal wieder runter und dann gucken wir mal. Dann orientieren wir uns erstmal kurz neu und gehen dann mal auf die Suche. Wupp, da entlang. Was bist du eigentlich für einer? Du siehst so wichtig aus, ne? Er ist einfach nur ein Jäger. Ein Jäger, ja. Okay, so, dann lass uns mal auf die Map gucken. Wir müssen erstmal so ganz hart jetzt da entlang irgendwie. Der Weg scheint der richtige zu sein. Ja, dann gleich noch ein bisschen weiter da. Hoch und dann wird das schon. Waren wir hier schon mal? Ich sehe so ein Lagerfeuer. Lagerfeuer ist eigentlich immer so ein Goblin. Ja, hier waren wir schon mal. Der Fuchs hat auch hier aufgeräumt. Man könnte schon fast von einer Befreiung von Nordmar sprechen, nicht wahr? So. Ich höre Geräusche. Ihr seid aber lieb. Ihr könnt da bleiben. Alles ist gut. Alles ist gut. So, da, genau, da waren ein paar von den Dicken. Und jetzt geht's so los. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn ich auf die Map gucke, wir müssen da gleich irgendwo hoch. Da muss es gleich irgendwo hochgehen oder reingehen oder seitlich weitergehen. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir haben den entsprechenden Weg gefunden. Ja, hier sind auch noch wieder Gegner. Ich speichere mal zwischen. Wenn wir uns jetzt schon wieder in den Kampf stürzen müssen, ne, dann wollen wir auch auf Nummer sicher gehen. Hallo! Säbelzahntiger! Kommt auch aus einer anderen Zeit, wa? Ich will starker Schwertkämpfer werden. Ich würde sagen, den Erfolg haben wir inzwischen wirklich geschafft. Jetzt ist so langsam an der Zeit, dass man sagen könnte, man kann auch mal aus Interesse Magier werden. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal Gothic 2 spiele, dann werde ich auch mal Magier werden. Ich bin noch nie, ich habe es noch nie versucht. Ich habe, glaube ich, einmal versucht, in einem Gothic Magier zu werden und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich bin ja eher so der, gib mir mal ein Schwert und dann hau ich das schon irgendwie kaputt, Typ. So mit Magie vor allen Dingen, weil man am Anfang immer auf seinen Mana achten muss. Später kann man ja dann Mana aus sich selbst schöpfen und so. Ich höre Schwerter. Ich würde sagen, ich werde dich töten. Was ist denn nun los? Ach, das sind Orks, alles klar. Ich dachte, ich wäre hier. Oh, ich habe das gar nicht erkannt. Ist ja gut.
Ich habe das gar nicht erkannt, dass das Orks sind. Rah! Hallo, na? Oh. So, man kann natürlich da jetzt mal den Moment nutzen, dass wo hier Orks drinne sind. Gegen die Skelette zu kämpfen. Ey, das ist nicht nett von dir. So. Noch leben wir. Au, au. Noch leben wir. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Da macht er wieder seinen Angriff. Ihr wisst ja, wie das ist bei diesen Skeletten. Schnetzelfuchs ist wieder am Schnetzeln, sag ich mal, ne? So, hallo. Da sind wir halt mal so beiläufig in so ein Grab getappt. Ne? Auch das passiert mal. Oh, oh, jetzt sind wir da. Okay, soweit so erstmal gut. Ich würde sagen, wir essen jetzt erstmal kurz ein bisschen was. Ne? Das ist ja doch wieder alles sehr aufregend hier. Immer was los. Nee, nicht das Brot. Ich will das Fleisch haben. Fleisch geht dann doch ein bisschen schneller. Was ist das eigentlich? Achso, das ist geblatene Fleischwanze. Die geht wohl auch, ne? Können wir uns auch nice schön. Aber ich glaube, normales Fleisch bringt ein bisschen mehr. Ja. Okay, weiter geht's. Wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich dann jetzt auch dieses Grab uns einmal in Gänze anschauen. Wir sind hier auf der Suche nach Ahnen. Au, der hat mich aber ordentlich erwischt. Nach den Ahnensteinen. Und müssen wahrscheinlich auch gegen die Ahnen kämpfen. Irgendwann dann, wenn die sich mal dazu entscheiden aufzustehen. Jetzt wird erstmal gelootet. Rostiges Schwert. Da sind wir ja Meister drin, ne? Im Looten, was das Looten angeht. Sind wir meisterhaft dabei. Zack, zack, zack. So. Ahnenstein. Ich muss da sagen, ich bin noch etwas traurig noch über unseren Verlust von Lee. Es ist schade, dass er es nicht geschafft hat, aber ich bin echt davon ausgegangen, die können gar nicht sterben. Aber offensichtlich können die sterben. Aber Lee ist doch eigentlich auch der erste von unseren alten Kollegen, der draufgegangen ist. Milton ist noch da, dem geht's gut. Lester, er wollte Verstärkung holen gehen, der ist noch da, dem geht's gut. Er ist zwar einmal gestorben, aber dann haben wir ja neu geladen. Da hätten wir eigentlich auffallen können, dass es möglich ist, dass die sterben, nicht wahr? Lester ist noch da. Diego, weiß ich nicht, wo der ist. Also der ist nicht tot, aber der läuft irgendwo rum. Aber dass der irgendwo rumläuft, da kann ich ja nichts für, weil die KI von diesem Spiel einfach, wenn man die als Gefolge nimmt, so behindert, in Anführungszeichen, ist, also so bescheuert, dass die ja machen, was sie wollen. Das ist das gleiche mit Gorn. Gorn wird auch nicht tot sein. Der ist mit mir rumgeeiert, dann habe ich das Gebiet halt teleportermäßig verlassen und jetzt habe ich keine Ahnung, wo der ist. Ist halt ein bisschen doof, dass sie nicht mit teleportieren, ja. Aber Gorn lebt doch auch noch. Der ist auch nicht drauf gegangen. Wen haben wir noch? Milton hatten wir schon. Mehr waren das doch gar nicht. Der Rest lebt doch soweit noch. Gut, Lee ist halt drauf gegangen. Gut, und natürlich der eine hier. Ach Gott, wie heißt er denn? Ach, der schon damals immer einen Kika auf uns hatte. Der sich dann auf die Seite der Orks geschlagen hat. Der wäre aber ja so oder so drauf gegangen, weil er hat sich für die Seite der Orks entschieden. Und wir haben uns ja in diesem Spielstand dazu entschieden, nicht auf der Seite der Orks zu sein. Also wäre es doch so oder so irgendwann früher oder später dazu gekommen, dass wir die Ortschaften von den Orks befreien. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt schon zeitmäßig sinnig gewesen ist. Man hätte natürlich auch erst nach Nordmar gehen können, hier noch questen und dann erst diese Rebellion starten. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, das sofort zu machen, vor allem, wenn man keine Ahnung von dem Game hat. Also, wenn ich daran denke, als ich das allererste Mal gespielt habe, da bin ich ja komplett blauäugig durch die Gegend gelaufen, auch alleine, weil da hat mir niemand auf YouTube gesagt, nee, Fuchs, mach mal lieber noch nicht Rebellion, ist ein bisschen früh. Da habe ich das sofort gemacht. Da kam die Quest, befreie den und den Ort und ich habe das instant gemacht. Ne? Da gehst du halt nur mal von aus. Also, verstehe ich das Problem nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich eigentlich, habe ein gutes Gefühl gehabt. Wir haben ganz Myrtana von den Orks befreit, was ein Quest war, den wir durchgeführt haben. Und da hatte ich jetzt eigentlich ein relativ gutes Gefühl, dass wir das hingekriegt haben. Gut, den König zu töten, ja,
Ist ein bisschen fragwürdig. Ich fand die Quest halt witzig. Es war ja auch eine Quest. Ich habe ja diese Intention, den König zu töten, ist ja nicht einfach so aus mir heraus entstanden, sondern ich habe Lee getroffen. Lee hat mir seinen Standpunkt klar gemacht. Lee und ich, wir kennen uns schon lange. Und ich musste sagen, ja, Lee, du hast eigentlich recht. Der Typ hat auch mich einfach so in die Kolonie geworfen. Eigentlich ist das ein ganz schönes Arschloch. Lass den mal fertig machen. Und so war das dann, ne? Ist ein bisschen rabiat, aber warum nicht? Warum nicht? Ne? Ist es eine Quest? Klar, dass dann Quests scheitern, das ist nun mal so, da kann man aber mit leben. Da bin ich ja jetzt der Letzte, der sich drüber aufregt, wenn man eine Quest scheitert. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal einfach so in Kauf genommen, dass das passiert. Somit verstehe ich das Problem nicht. Ja gut, okay, und dann ist Zuben halt tot. Aber da ja das gleiche Spiel, wir haben ja gesagt, wir schlagen uns auf die Seite der Rebellen. Also wäre doch Zuben so oder so tot gewesen. Wie hätte ich mich doch Zuben gar nicht mehr anschließen können, wenn ich nicht auf Seite der Assassinen sein möchte. Da wäre doch gar keine Möglichkeit, bestand doch gar keine Möglichkeit. Insofern, auch da ist es doch kein schlechtes Ding. Es ist halt passiert, aber wir haben uns so entschieden. Und mit der Entscheidung müssen wir jetzt ja halt leben. Und dann ist Zuben halt tot. Also bleibt für uns jetzt nur noch Adanos. Kann ich mit leben, weil ich eh nicht der religiöse Typ bin. Insofern ist mir das relativ Wumpe, wo wir religiös mäßig nachher mal stehen, wenn wir überhaupt religiös irgendwo stehen. Und wir werden so oder so ein Ende bekommen. Was das für eins wird, sehen wir dann. Ob das jetzt das gute oder das schlechte Ende ist, das werden wir auch sehen. Ich bin ja schon froh, dass ich bei Witcher 3 das extrem gute Ende geschafft habe. Wenigstens da muss das auch mal gelingen, ne? Es muss ja auch mal klappen. Aber bis jetzt hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass wir irgendwie groß Scheiße gebaut haben. Wir haben die Ortschaften befreit von den Orks, was wir wollten. Alles gut. Deswegen war ich etwas verwirrt, muss ich sagen. Also, keine Ahnung. Und mit Questmarkern hat das halt mal so gar nichts zu tun. Ob jetzt mir ein Questmarker angegeben wird oder nicht, hat doch jetzt erstmal damit nichts zu tun, wie ich das Spiel spiele. Ja, das Einzige, was man natürlich merkt jetzt, wenn du einen Questmarker hast, ist es natürlich einfacher, die Questziele zu finden, Ortschaften zu finden, die du vielleicht noch nicht entdeckt hast und so. Ja, okay, aber mit den Entscheidungen, die wir bis jetzt getroffen haben, hat ja kein Questmarker in irgendeiner Form was mit zu tun. Also deswegen, keine Ahnung, das war alles sehr merkwürdig. Aber egal, wir machen hier munter weiter. Ich bleibe auch, ich stehe auch zu den Taten, die ich getan habe. Ich finde nicht, dass wir irgendwie groß Scheiße gebaut haben. Ja, hängt halt damit ab, wo du dich anschließt, ne? Und wann du diese Rebellion startest. Man hätte das sicherlich auch noch nach hinten rauszögern können und erstmal noch komplett Nordmar machen. Aber das weiß man halt beim ersten Mal spielen auch nicht. Woher soll man denn wissen, wann man es machen muss? Also, wie gesagt, als ich das allererste Mal gespielt habe, habe ich es instant gemacht, weil ich dachte, hey, Quest, okay, mache ich. Fand ich jetzt auch gar keine so schlechte Idee, die Orks wieder aus der Stadt zu vertreiben. Dass du dir damit natürlich dann die Orks aus allen anderen Ortschaften nach der dritten dann entsprechend wütend machst, das weißt du beim ersten Mal spielen ja nicht. Und ja, danach kannst du es halt dann knicken. Und so sah mein allererstes Mal Gothic 3 aus. Dann war komplett Mythana relativ schnell am Arsch, da konnte ich dann überhaupt nichts mehr questen. Dann bin ich da halt in die Wüste noch ein bisschen geeiert und dann wollte ich aber nicht zu lange in der Wüste bleiben, da habe ich gar nicht alles gemacht. Da habe ich noch keine Rebellion gestartet gehabt seinerzeit. Und dann bin ich erstmal zu Xardas gelatscht, weil ich unbedingt zu Xardas wollte. Da war der Turm verbuggt, da ging es irgendwie nicht weiter. Ich weiß nicht mehr genau, was los war, aber es war ein Plotstopper auf jeden Fall. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Und dann war ich so angefressen auf dem Spiel, dass ich das halt nicht mehr weiter... Ich habe das ewig nicht mehr angefasst. Und dann habe ich es immer mal wieder installiert, geguckt, wie der aktuelle Community-Patch ist. Habe dann angefangen, aber halt auch nicht weit gespielt. So 2-3 Stunden. Habe gesagt, ja, wird langsam besser. Aber dann habe ich auch wieder aufgehört. Und jetzt ist so zum Grunde das erste Mal, dass ich das wirklich durchspiele. Und ich hatte bis jetzt sehr viel Spaß damit. Und ist das nicht eigentlich die Hauptsache, dass man einfach Spaß damit hat? Und bis jetzt, muss ich sagen, hatte ich sehr viel Spaß damit. Einige Entscheidungen waren vielleicht etwas dämlich, aber das machen wir ja gerne mal. Das haben wir auch bei Witcher gemacht. Denken wir nochmal daran, wie ich einfach einen Typ, der überhaupt nichts gemacht, also der nicht der Mörder war, mit einer Bombe explodiert habe lassen, weil ich ein bisschen voreilig war. Runensockel, was ist das? Ein Sockel. Dort kann man was reinstecken. Ja, Ahnenstein benutzen. Neue Quests. Snorres Grab, okay. Also ich will den Ahnenstein jetzt noch nicht benutzen. Ich weiß nämlich nicht, was das bringt, wenn wir das einfach machen. Ich glaube, man darf nur einen Ahnenstein benutzen, oder? Also wir sammeln die jetzt erstmal ein. Ich denke, wir müssen die Ahnensteine sammeln. Alte Truhe. Und wenn wir die dann alle haben, können wir uns für einen Ahnenstein entscheiden. Soweit habe ich das, glaube ich, schon mitbekommen. Und der gibt uns dann permanent Boni. Aber wir müssen uns halt für einen entscheiden. Da müssen wir gucken, was mit meinem Spielstil, in Anführungszeichen, also draufhauen, am besten harmoniert. Normalerweise ja irgendwas mit Stärke, aber ich glaube, stärketechnisch sind wir so weit oben, dass wir uns da gar keinen Kopf machen müssen.
Und abwarten, ne? So, hier ist ein Pfeil. Gut. Du, haben wir doch mal ein Ohrengrab gefunden. Wie heißt das Ding? Ich muss mir gerade merken, wie das heißt. Sorris oder sowas, ne? Oh je. Jetzt wäre so eine Map. Habe ich eine Map? Ich habe doch bestimmt eine Map. Map? Weltkarte, Karte der Tempelschlüssel, Karte der Ahnengräber. Ja, da haben wir doch eins. Die ist dort. Die ist haben wir gemacht. Die ist haben wir gemacht. Dann ist da oben noch eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stück. Wir müssen uns mal merken, dass ich das gemacht habe. Oh je. Ich werde das nicht schaffen. Ich werde das nicht schaffen. Wenn wieder zwei Wochen vergangen sind und ich wieder mich daran zurückerinnern muss. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann latschen wir halt so ein Ahnengrab, das dann schon mal geplündert worden ist. Dann ist das halt so. Mein Gott, ne? Und gibt auch Schlimmeres, du. Gibt auch Schlimmeres. Okay, ist da hinten noch irgendwas? Das sieht so leuchtend schön aus. Nö, alles gut. Das Ahnengrab war gar nicht so schlimm. Das erste, wo wir drauf gestoßen sind, ganz am Anfang, als wir hier in Nordmar reingehen, das war ein bisschen eklig. Da sind wir dann ja auch irgendwann geflohen, weil da einfach so viele Skelette rauskamen. Das war ja schon nicht mehr feierlich. Das war schon... Ja, Bacon extrem, wird man wohl sagen, ne? Oh, warte mal. Da war noch was. Aber hier waren auch die Orks. Das hat sehr geholfen, muss man ja echt sagen. Dass die Orks da mit von der Partie waren. Rostiges Schwert. Okay, eigentlich waren wir auf der Suche nach dem Weißen Läufer und Xardas, aber hey. Wenn uns dann schon mal so ein Ahnengrab, hier geht's nicht weiter, so ein Ahnengrab entgegen taps, da kann man sich auch eben kurz drum kümmern, ne? Ist ja mal so. Ist ja mal so. So, gib mir mal all deinen Krams. Dann wollen wir die Fackel auch wieder wegräumen, die brauchen wir dann nicht mehr. Okay, da jetzt mal die normale Map wieder öffnen. Karte der Welt, die Weltkarte. Wir sind, wo sind wir denn? Der weiße Hetzer, der soll da so irgendwo in den Richtung auf dem Hügel sein. So in, da noch ein bisschen hin. Also der ist hier irgendwo. Wir sind hier, glaube ich, gebietsmäßig sind wir wohl ganz richtig. Irgendwo hetzert er hier rum. Da sehen wir auch schon wieder Blutspuren. Oh, holy shit, was bist du? Ja, ist ja gut. Schattenläufer, Schattenläufer. Es war auf jeden Fall nicht der weiße Hetzer. Man irgendwie seiner Spur folgen kann? Also in Witcher 3 würde ich ja jetzt den Dingsbums-Modus anmachen. Normalerweise würde ich sagen in diese Richtung. So rein von den Tapsern her würde es diese Richtung sein. Wir gucken mal ein bisschen. Gehen wir mal hier lang. Ich weiß nicht, inwieweit man sich auf die Tapser verlassen kann. Da ist noch mehr Blut. Da waren wir aber auch schon drin. Hier war nur ein Schattenläufer. Oh, Erz. Wie habe ich denn sein, als hat das Erz hier ignoriert? Da ist nichts mehr zu holen. Okay, das habe ich aber nicht ignoriert. Ich höre Leute Erz abbauen und ich höre Wölfe gehen. Hallo. Ein hartes Stück Fels ist das. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Du hast uns gerettet. Ich dachte schon, die Crawler würden uns erwischen. Hier hast du ein bisschen Erz. Hm. Gut, dass man doch mal vorbeigetapst ist, ne? Also ich höre hier Wölfe. Das heißt, wir sind wahrscheinlich richtig. Wir müssen nur irgendwie weiter hoch oder so. Hoppala, ich hänge an den Eiszapfen fest. Ich speichere mal zwischen eben gerade. Ich glaube, wir sind hier schon ganz gut richtig. Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen suchen. Könnte halt irgendwo da oben drauf sein, als wären die da irgendwo oben. Lass mal gucken. Hier geht's ja noch weiter hoch. Man muss sich da halt mal auch gebührend umschauen, ne? Hier sind noch mehr Wölfe. Ich glaube, wir sind hier schon durchaus richtig. Hallo, Eiswolf. Johann, das ist gerade ganz schlecht. Bei Wölfen kann ich nicht Pause machen.
Okay, jetzt können wir Pause machen. Ist gut, Hahn, ist gut, Hahn. So, ihr hört den Hahn krähen, Leute, ihr wisst, was es bedeutet. Wir machen an dieser Stelle dann eben ganz kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst doch eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.